So, da sind wir nun. Das ist die kleine Six. Das hier bin ich, hallo. Und sie spielen wir jetzt. Ich hoffe, wie gesagt, nochmal, dass das mit der Bildqualität, Tonqualität alles stimmt, dass ich eine stabile Übertragung hinkriege. Stabiles Internet ist leider keine Selbstverständlichkeit heutzutage. Ich stelle fest, ich hätte mein Bild unten rechts vielleicht etwas kleiner machen sollen. Es könnte etwas im Weg sein. Hallo Männchen. Hallo zweites Männchen. Aber das werden wir schon hinkriegen. Es ist wahrscheinlich eher störend dadurch, dass es sehr hell ist im Vergleich zum Rest des Spiels. Wobei es jetzt eigentlich geht. Und ich habe halt diese sehr hässlichen Gardinen hier hinten, aber was soll's. Ich muss mich nur ganz kurz wieder so ein bisschen der Steuerung hier widmen. Ich hab's zwar schon gespielt, aber so die zwei, drei Tasten, die man in dem Spiel braucht, die habe ich mir jetzt leider nicht alle gemerkt. Und vor allem nicht, wie man durch diese Tür kommt. Oh je, ich hatte gedacht, ich hätte einen riesigen Vorteil. Dadurch, dass ich es schon mal gespielt habe. Damit duckt man sich. Okay, L2. Ich wüsste Bescheid. Ich könnte es zügig durchspielen. Aber es hakt schon am Anfang. Das wird sich aber in ein paar Minuten erledigt haben. Dann werde ich die Steuerung wieder drin haben. So, jetzt sind wir dann richtig drin im Albtraum. Und ich sage nochmal herzlich willkommen zu Little Nightmares. Nochmal eigentlich nicht, weil ich habe es ja noch nicht gesagt. So. Hier geht jetzt mal nichts, da geht es nur eine Treppe hoch, das mache ich jetzt einfach mal. Sollte ton-bild-technisch irgendwas sein, um es an der Stelle nochmal erwähnt zu haben, einfach kurz in den Chat schreiben. Das Bild ruckelt, Stillstand, was auch immer. Es gibt ja alles Mögliche. Dann kann ich hier einen Moment innehalten, sollte dem so sein. Jetzt finden wir ja da immer wieder diese kleinen Figürchen hier, die. Ja. Die kann man, glaube ich, irgendwo hinwerfen. Ich weiß nur gerade nicht, wie man die wirft. Oder nicht mehr. Ich üb's einfach mal. Jawohl, mit X. Und das hat, ja, es gibt irgendein Achievement, irgendeine Trophäe. Glaube ich, davon gibt es mehrere im Spiel zu finden. Ob ich sie beim letzten Durchgang schon alle gefunden habe, keine Ahnung, wage ich auch zu bezweifeln. Aber geht ja auch nicht in erster Linie darum. So, wir haben eine gruselige Couch. Wir haben offensichtlich, ich glaube, es ist ein Aschenbecher mit Zigarettenstummeln drauf. Also hier ist jemand, der verhältnismäßig stark raucht. Es ist feucht, es wackelt. Da ist was hinten hinter der Tür. Da hat auf jeden Fall was durchgeschaut. Ich muss mal ganz kurz ins Chatfenster wechseln. Einen wunderschönen guten Abend, Seiko, Keiko. Ich weiß nicht genau, wie man das spricht. Ich hoffe, eine der beiden Varianten war jetzt richtig. Vielen Dank für die Info, dass Bild und Ton okay sind. Ich hoffe, es geht gut. Okay, ich muss da oben lang. Und ich muss da irgendwie hoch. Ich muss da irgendwie. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht muss ich irgendwo anders lang. Vielleicht mache ich einfach mal das Licht an.
stelle verwundert fest, dass ich trotz, dass ich das Spiel schon mal gespielt habe, relativ schlecht mir die Sachen gemerkt habe. Bin aber sehr, sehr sicher, dass ich da hoch muss. Ich bin sowas von sicher, dass ich da hoch muss. Aber vielleicht war hier irgendwo noch was anderes. Vielleicht schaue ich einfach nochmal nach. Vielleicht muss ich wieder irgendwie Sachen durch die Kante ziehen. Der Eimer geht nicht. Der Topf geht nicht. Schätze ich mal, wenn der andere auch nicht geht. Nein. Ich glaube, ich spare mir meine Kerzen hier für später, wenn es irgendwie mal düsterer wird. Ist immer noch hell genug, das Bild, ne? Naja. Ich mag es eigentlich gern etwas romantischer und düsterer beleuchtet. Oh ja, ich werde kurz den Laptop-Bildschirm etwas dunkler stellen. Oder ich klappe ihn einfach ein bisschen runter, sodass er mir nicht direkt ins Antlitz scheint. Geil, so super. Drücke X, um zu springen und R2, um zu greifen. Ach, so ist das. Stimmt, die 6 kann ich automatisch greifen. So ist es super. Jetzt brauche ich meine Kerzen wieder, glaube ich. Da hängen Beine. Solange es nur die Beine sind, ist das kein Problem. Also, ich habe jetzt einigermaßen düstere Beleuchtung. Ich mache mir meine Kerzen mal ganz kurz wieder an. Ah, ist ein bisschen scheiße, flüssiges Wachs. Okay, also wir haben da Beinchen. Das ist nicht schön, da hat irgendjemand, ja, offensichtlich die Schnauze voll gehabt. Wir haben da einen Stuhl, auf dem ist er vielleicht auch gestanden, wobei mir der Stuhl verhältnismäßig weit nach hinten verschoben zu sein scheint. Also nicht wirklich auf der Höhe der Füße, aber das kann ja aus was weiß ich für Gründen da passiert sein. Hier müssten wir jetzt an die Klinke springen können. Okay, okay, ich habe folgenden genialen Plan. Der Stuhl steht da nämlich nicht umsonst. Ja, genau. Die Steuerung bei dem Spiel ist leider hin und wieder so ein kleines bisschen unpräzise. Das heißt, an einigen Stellen, wenn man versucht, mit Six etwas zu greifen, tut sie das nicht gleich. Das ist leider so. An anderen Stellen ist es aber auch einfach nur Fehler desjenigen, der spielt. So. Da wurde es beim letzten Mal auch gruselig hier. Beziehungsweise eigentlich schon bei den Beinen, die da hängen. Irgendwann kommt dann noch der Rest dazu, aber das sehen wir dann. Das ist ein Kühlschrank. Sollen wir da mal reinschauen? Geht das? Ja, hallo. Ich glaube, da müssen wir sowieso hoch. Ich schaue aber trotzdem nochmal nach hier, weil ich neugierig bin. Generell halte ich mich an gruseligen Orten immer ganz gerne besonders lange auf und durchsuche diese. Aber hier ist jetzt mal nichts zu finden. Das Einzige, was es hier, glaube ich, auch zu finden gibt, sind diese, sagen wir mal was, abgesehen von der Story, hier noch zu finden ist. Oh, da sind ein paar Schuhe. Die, habe ich die beim ersten Mal spielen gesehen? Warum sollte man Schuhe in einen Kühlschrank stellen? Sommer. Oh, ah ja, das sind die Blutegel. Die sind fies. Blutegel sind fies. Die wollen wir nicht. Die Blutegel sind echt fies. Das ist wieder einer da oben, glaube ich. Oder ist das ein Haken? Nein, das ist ein Egel. Und da ist noch ein Egel im Boden und noch mehr Egel. Überall Egel. Ist gut, Egel. Das reicht. Was ist denn hier los? Wieso komme ich hier nicht rein? Nee, geh weg, Egel. Okay. Sie verfolgen einen ja wirklich, also um Gottes Willen. Kommt der andere jetzt auch noch? Tatsache, der kommt mir nach. Hui. Die da oben scheinen mich nicht wirklich zu merken. Das ist aber auch ganz gut. Ach, das war die Tür links. Ich
kann die Zeitung mal nicht nehmen. Ich kann, glaube ich, hier ein paar Latten wegreißen. Und kann ich sonst noch irgendwas tun? Gibt's noch irgendwo diese China-Frau-Püppchen da? Da hatte ich, glaube ich, gerade eben abgebrochen, dass es eigentlich nichts weiter zu finden gibt außerhalb der Handlung, außer diesen kleinen Figürchen da. Oh, ein kleines Männchen mit einem spitzen Hut. Hallo. Oh, das war fies. Okay. Also jetzt sind ja überall diese Egel. Es sind überall Egel. Sie sind einfach überall. Und ich darf nicht in sie reinspringen. Ich darf mich nicht von ihnen erwischen lassen. Oh mein Gott. Gott sei Dank. Diese Stelle hat mich beim ersten Mal spielen etwa 20 Minuten gekostet, weil ich gedacht habe, die Tür hat keine Klinke, die geht nicht auf. Und ich bin etwa 70 Mal von Blutegeln zermatscht worden. Oh, dafür falle ich jetzt an Stellen runter, an denen ich beim ersten Mal spielen nicht durchgefallen bin. Die kurze Ladezeit gibt mir Gelegenheit, meine Kerzen wieder anzuzünden. Das Wachs dürfte sich noch nicht wieder verhärtet haben. Ich bin jetzt wieder an einer ganz tollen Stelle gelandet hier bei den Egeln. Das Einzige, was ich jetzt tun muss, ist nach Durchschreiten der Tür nicht nach hinten laufen. Oh. Ja. Auch sowas gibt's. Aber ich denke mal, beim nächsten Durchgang schaffe ich's. Das soll ja auch unterhalten hier. Das soll ja nicht einfach nur ein grenzenloses Zuschauen am Scheitern sein hier. Aber dadurch, dass ich es beim ersten Mal geschafft habe, jetzt beim Durchrennen hier, würde ich es ja wohl irgendwie vielleicht noch ein zweites Mal schaffen. Vielleicht springe ich auch einfach mal nicht so hektisch durch die Kante. Ja, genau. Läuft doch einmal frei. Ist ja super. Das war wieder kurz vor knapp. So, das kann ich jetzt, glaube ich, entzünden, wenn ich mich erinnere. Richtig, ja, wenn ich mich richtig erinnere. Dumm wäre jetzt, wenn genau rechts unten im Bild jetzt so ein Figürchen stehen würde. Das kann ich nämlich nicht sehen, weil da bin ich. Aber Gott sei Dank sind die ja nicht so wichtig. Hallo Männchen, ich komme gleich zu dir. Ich finde es ein bisschen doof, dass dieses junge Fräulein da bei jeder kleinen Kletterbewegung ihr Lämpchen bzw. ihr Feuerzeug ausmacht. Ah, das ist halt so. Jetzt gilt es hier aufzupassen, dass man da nicht gleich wieder runterfällt. Das ist mir doch ganz gut gelungen. Ich bin ein bisschen stolz. Da geht's nicht weiter. Ich muss hier lang. Oha. Rechts? Ja. Es ist wirklich doch verhältnismäßig düster hier, trotz dem Feuerzeug. Oh Gott. Da war ja fast was passiert. Läuft ja bis jetzt eigentlich gar nicht schlecht. Ah ja, das war jetzt eine relativ knackige Stelle hier. Irgendwie konnte sie sprinten. Ich weiß jetzt gerade nur nicht mehr wie. Ja, das ist nämlich nicht die ausreichende Geschwindigkeit. Okay, es ist Viereck. Viereck ist sprinten. Hier ist absolut einwandfreies Timing gefragt. Und auf geht's. Es geht um Leben und Tod. Komm schon. Hui! Im Prinzip war es ja ganz leicht. Was haben wir denn hier? Komm mal her, komm her.